Florence, 14. April. Sie fragen mich, wie wehrt man sich gegen den Zwang, an der Realisierung irgendwelcher Utopien teilnehmen zu müssen? Wer gibt mir das Recht, gewaltsam dagegen vorzugehen? Ich denke, der Einsatz von Gewalt, zum Beispiel gegen die Realisierung der Utopie von einer technologischen Gesellschaft, ist nur Selbstverteidigung. Natürlich kann man das bestreiten. Wenn Sie glauben, das ist unsittlich oder unmoralisch, dann setzen Sie eben keine Gewalt ein. Dazu stelle ich Ihnen eine Frage. Welche Art von Gewalt hat mehr Harm oder Kummer in der Menschheitsgeschichte verursacht? Die Gewalt, die vom Staat genehmigt wurde? Oder die Gewalt, die von Einzelnen ungenehmigt angewendet wurde? Später werde ich auf weitere Fragen von Ihnen eingehen. Bis dahin muss ich andere Arbeiten machen.